So, hallo, wir machen weiter. Bei Einmal eine Runde Marathon. Oder Marathon oder wie auch immer. Ich mache den Sound ein bisschen leiser noch. Ich glaube, der ist ein bisschen zu laut noch gewesen. Ansonsten ist alles in Ordnung. Und ja, wir machen weiter. Wir haben 1 Stunde 20 schon gespielt. Wow, was ist das? D401. Ach, die Tote. Ich bin schon 451 Mal gestorben. Was? Zu viel ist mir gar nicht vorgekommen. Sick. Na gut. Wir sind in der Mega Man-Welt angekommen. Und ich bin gespannt. Komme ich über den... Nein. Das hätte mich jetzt aber auch gewohnt. Oh mein Gott, ich kann die Frösche nicht abschießen. Achso, ihn kann ich abschießen. Oh, wei. Ja, okay, allerdings, das ist okay. Ich muss erst wieder reinkommen. Das Leben gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, das war ein Troll. Das ist ziemlich sicher ein Troll. Aber wie löst es sich aus? So offensichtlich nicht. Aber so. Okay. Genug gemischt. So. Ja, gut. Kommen. Oh je. Okay. Wir kriegen das hin. Na komm. Alter, wie viel denn noch? Dankeschön. Yes. Sehr schön. Oh je. Also an die Welt kann ich mich relativ wenig erinnern, was streamtechnisches Zeug angeht. Also das dürfte relativ blind sein. Ach, du grüne Neune. Cool. Cool. Warte. Ha. Machen wir es doch einfach so. Oh boy. Vielleicht ist das sogar so gedacht. Ach. Guten Morgen. Vielleicht bin ich auch noch etwas zu unausgeschlafen. Sowas hier zu spielen. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Natürlich kommt noch einer. Allerdings ist der diesmal auf dem Boden, das heißt, das sollte einfacher gehen. Uah, okay. Okay, euch kann ich nicht killen, aber ihr seid dann auch nicht sonderlich bedrohlich. Wie ist das denn jetzt? Ach so. Ah ja, alles klar. Hops, hops. Bitte kein Troll. Mache ich das denn hier? Blö, mein Gott. Bitte kein Troll mehr. Bitte kein Troll. Oh mein Gott, wo. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich runter muss. Ah, okay. Sein Schalter. Aua. Das kommt mir jetzt schon wieder ein bisschen bekannter vor. Ich glaube, da habe ich einen Teil im Stream wieder gesehen. Uah. Richtig. Das war der Spaß. Aua. Richtig, da habe ich einen Teil gesehen. Okay. Ich habe auch den Boss gesehen, stimmt. Den wollte ich auf jeden Fall spielen. Der sah lustig aus. Werden wir dann ja auch gleich spielen. Allzu lange sollte es nicht dauern, um dahin zu kommen. Kann ich die abschießen? Ich probiere es gar nicht erst. Nein, kann ich nicht. So. Das war knapp. Okay, zurück ist einfacher. Sehr schön. Nice. Ach ja, da unten wollte ich... Also, nicht wollte ich nicht, aber da habe ich mir so gedacht, so vom Aufbau her, könnte da ein Secret sein, aber ich weiß nicht, ob man da durchkommt. Hm.
Weil theoretisch, ne? Ich wüsste nicht, warum man das so baut. Das sieht halt so aus, als ob man da hin kann. Würde ich mal ausprobieren wollen, aber ich glaube, da komm ich nicht hin. Nee. Ich glaube nicht. Lass mal das. Also, falls da was ist, dann hatte ich zumindest die Idee. Aber ich habe es nicht umgesetzt bekommen. Und falls da nichts ist, dann habe ich eh Quatsch gemacht. Was ja nichts Neues wäre. So, das ist alles nicht so wild. Nun, jetzt sind wir halt schon raus aus dem Raum. Und ich denke, ich weiß es nicht, aber das da unten, das wirkt so, als ob man da rein kann. Aber ich habe es nicht hinbekommen. RIP. Ah, ich kann sogar zurück. Das wäre interessant. So. Genau, jetzt kam er hier. Und da muss man jetzt gucken, sobald sein Auge nicht mehr leuchtet, sollte man schleunigst den Rückzug antreten. Jetzt. Sonst. Was sind Dinge? Hilfe. Okay. Geht doch. Gar nicht mal so schlimm. So. Oh Gott. Sprungknopf meschen. Uff, gut. Bitte kein Troll. Dankeschön. Hier hätte sich mit Trolls ein bisschen zurück in der Welt, glaube ich. Das wäre jetzt fies, wenn hier die Decke einen auch töten würde. Zum Glück ist das nicht der Fall. So. Irgendwas kam dann noch. Ich weiß aber nicht mehr was. Irgendwas kam dann noch. Komisches. Fuck, was war das? Der war das. Nein. Au. Richtig. Der kam. Das war jetzt blöd. Das war die falsche Reihenfolge. Na, jetzt muss ich warten. Ach! Dumm. Zeitverschwendung hier. Das ist Quatsch, weil das hätte man längst schaffen können. Schon hier die Stelle. Die ist nicht schlimm. Ich stelle mich nur doof an. Runter, 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 runter. Oh mein Gott. So. Huch! Ach, jetzt gibt er hier Gummi. Na, dann geben sie mal Gummi. Mein Gott, der ist ja richtig schnell geworden. So. Ah, wir verlassen das Wasser gleich wieder. Ich bin ja echt froh, dass es sehr human gesetzte Save Points hier gibt. Gut, dann geht. Okay. Haben wir uns jetzt entschieden, ja? Okay, einmal hier in die Lücke und einmal raus. Nice. Wie gesagt, die Trolls halten sich hier echt zurück. Also das geht eigentlich voll klar. Stürbige, danke schön. Und wir sind schon beim Boss. Nice. Ich hätte ja echt erwartet, dass dieses Tor nochmal runterkracht, aber nö. Tut's nicht. So, ich bin gespannt. Der sah echt cool aus. Wupp. Okay, da kommt er durchgedasht. Alles klar. Huch! Was hat mich erwischt? Hatte er da schon geschossen in dem Moment? Wahrscheinlich, ja. Okay.
Wenn ich das direkt... Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das geht. Ja, das geht. Ja, dann ist das ja... Dann ist das ja... Sehr schön. Oh. Okay, zu bald sollte man es auch nicht machen. Ist in Ordnung. Okay. Das machst du ganz toll. Oh. Ups. Na, der ist aber nicht schlimm. Der ist tatsächlich nicht schlimm. Ich stelle mich nur an. Wie immer. Ja gut, dadurch, dass der eine warme, mein Gott. Ach, die Dinger kommen jetzt hoch, ne? Jo, cool. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass er eine Weile blinkt, muss ich eigentlich gar nicht so rummashen. Sondern kann mir auch, kann mir auch Zeit lassen. Schlechte Idee. Klappt nicht immer. Aber immer öfter. Das sieht jetzt energietechnisch schon besser aus. Macht er jetzt wieder seinen Kack? Ja. Wow, mein Freund. Nicht sterben jetzt. Du stirbst, nicht ich. Gut. Puh. Sehr schön. Das ging ja. Alles nicht so wild. So, vor der nächsten Welt habe ich schon ein bisschen mehr Angst und dann sind wir auch schon fast an dem Punkt, an dem ich nichts mehr kenne. Hier rum. Aber die Musik ist schön. Also, jetzt nicht. Die jetzt kommt. Cave Story. Habe ich nie gespielt. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Wer von euch kennt Cave Story und kann mir sagen, ob es wirklich so gut ist, wie alle immer tun? Ich habe es halt nie gespielt, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Musik großartig ist. Und ich kenne halt ein paar Charaktere, weil man die halt immer wieder so in Fangames sieht. Wie zum Beispiel diesem hier. Okay. Hüpper! Gut, das hat ja schon mal gut funktioniert. So, da muss ich einmal hier rüber und dann einmal hier hoch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich es schon gesehen habe. Dadurch weiß ich jetzt halt, wie es geht und muss nicht rätseln. Weil eigentlich müsste man hier erstmal ein bisschen rumrätseln, wie man hier durchkommt. Aber das weiß ich halt jetzt schon. Also das tut mir leid. Aber wir werden sicherlich auch noch Level bekommen, die ich dann nicht kenne, weil HF noch gar nicht an der Stelle ist. Okay, wie geht das? Ah, okay, der triggert erst weiter unten. Und alles weiß ich auch noch nicht, wie man sieht. Aber die Räume gerade würden eigentlich länger dauern, weil man halt nicht weiß, wo man hin muss.
Es tut mir insofern ein bisschen leid. So, jetzt muss ich... Hi. Ich mache dann, sobald es wirklich blind ist, auch das Fragezeichen raus aus dem Blind über dem Titel. Weil da ja auch jeder hinguckt. Ich finde schon mal gut, dass man von den Ventilatoren nicht getötet wird. Das hätte man auch noch machen können. Wobei, würde das überhaupt gehen, ohne auf den Ventilator unten zu landen? Ich weiß es nicht. Ups. Ihr schwäset nicht. Okay, das heißt, der kommt da unten gleich wieder hoch. Ja, aber wie? Komme ich dann so schnell darüber? Ah, okay. Nein! Ah, dumm. Jetzt ist... Ach, komm schon. Bin zu doof für den Sprung. Jetzt lief der Anfang so schön. Und dann verkacke ich den Raum hier. Nee. Da darf ich keinen Doppelsprung vorher machen. Ach, jetzt hätten wir es doch gehabt. Mensch. Herr Connen, lassen Sie das. Na bitte. So. Oh mein Gott. Na Etze. Hallo? Mein Gott, ey. Ach, da oben steht ja auch meine Todesanzeige. Und die Zeit. Also ich guck, also oben in der Taskleiste, die seht ihr nicht. Nicht Taskleiste, wie heißt das Ding da oben? Programmleiste halt. Da stehen meine Tote. 534. 535. Ja, Mensch. Oh mein Gott, ist das dumm. Ich check die Hitbox von den Stacheln nicht. Sind die einfach wie die normalen? Wow! Ja, da muss ich natürlich jetzt... Da verliere ich dann ja den Ventilator-Speed. Oh mein Gott. Holy shit, Mann. Oh, ist das eine dumme Stelle. Lass das. Sei nicht so eine dumme Stelle. Wie komme ich denn da jetzt durch? Herrgott. So. Geht doch. Okay. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Fuck. Ich muss mal gucken, ob es auf YouTube irgendwo die Runs gibt. Das wäre cool, das mal zu sehen, wie die Leute reagiert haben. Die Profis von I Wanna Warp the Worlds und dem hier. I Wanna Run the Marathon. Das wurde doch bestimmt gestreamt und hochgeladen. Holy shit.
Aber gut, es wird bestimmt dann auch wieder stundenlang gehen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand da so schnell durchkommt, selbst wenn er ein guter Spieler ist. Aber wenn man es noch nicht kennt, ne, dann muss man ja trotzdem auch erstmal auf die ganzen Fallen und so weiter. Die kennt man ja nicht. Ach, ich muss da gar nicht durchspringen. Ich komme einfach so rum. Sag das doch. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ach, komm schon. Gott, ich will diesen Raum weg haben. Ja, easy. Oh Gott. Nice. So. Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Ach so. Ach, oh mein Gott. Oh, okay. Auf der Plattform fahre ich nicht mit, sondern ich muss mit. Oh, ich muss mitlaufen. Das ist ja super angenehm. Hä? Wieso jetzt? Vorne ist das in der Mitte doch auch noch nicht explodiert. Oh mein Gott. Oh, danke schön. So. Ja, das war, was ich wollte. Ach, komm schon. Oh, die Stacheln sind dumm. So. Kriegen wir das hin, ohne dass wir einmal hier sterben? Viel ist es ja nicht mehr jetzt. Nein, oh mein Gott, was mache ich denn? Nein. Auf die Welt hier nach freue ich mich. Deswegen spiele ich das gerade. Ist tatsächlich so. Nee, hä? Wie time ich das denn? Oh boy. War das die Welt hier nach? Ich glaube. Und danach kenne ich schon nicht mehr. So. Okay, das zu timen dürfte jetzt nicht das Problem sein. Ich weiß allerdings nicht, ob da noch ein Troll kam. Bitte nicht! Okay. Kein Troll. Kein Troll. Kein Troll! Oh, wieso habe ich nicht damit gerechnet? Wieso habe ich nicht damit gerade gerechnet? Das war ja super dumm. Okay, aber ich komme sofort wieder hin. Gut, das ist nicht so schwierig. Wenn man mal den Rhythmus raus hat, dann passt die Geschichte. Oh Mann, oh Mann. Okay. Ist die Frage, ob ich den Doppelsprung dafür schon hergeben durfte. Ja, durfte ich. Gut. Diese Hitbox, ne? Die ist echt merkwürdig. Ich nehme an, das sind einfach die normalen Stacheln. Die sehen nur so aus und deswegen wirkt die so anders. Oh, komm schon. Nein! Och, wir hätten so schön jetzt durch den Raum gekonnt. Aber ich muss es verkacken, jetzt werde ich es wieder nicht schaffen. Oh. Ja, okay, never mind. Yes! 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 So, jetzt musste man irgendwie da so reinspringen, dass man so ein bisschen runtergetragen wird erst, genau. Okay. Ich hab's doch gesehen, warum erinnere ich mich denn nicht daran? Oh Gott, ja.
Oh, warte. Hier ist auch Stuff. Hier kommt man, fällt man runter. Und der Block hier fällt runter. Ich wollte ihn halt antriggern. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich das schon kenne. Das ist natürlich eigentlich der Unterhaltungswert hier dann weg, wenn man das schon weiß. Aber dafür kommen wir schneller durch die Welt. Es tut mir leid, also, ne? Für Leute, die jetzt hierher gekommen sind, weil sie dachten, oh mein Gott, der fällt auf alles rein und das ist total lustig und dann ärgert er sich. Ich hab's halt leider schon gesehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist bis zu... Also die nächste Welt kenne ich halt auch schon. Und dann kenne ich den ersten Raum, glaube ich. Also gerade die Welt hier ist jetzt halt noch ein bisschen präsenter. Weil das jetzt erst im Stream war. Es tut mir echt leid. Die erste war noch da wusste ich echt nicht mehr viel. Aber hier weiß ich halt noch sehr viel. Das ist ein bisschen blöd, das gebe ich zu. Dafür weiß ich hier nicht, wie ich das jetzt umsetze. Ah! Und den habe ich vergessen. Ja, wie trigger ich den denn vorher an? Der erwischt mich ja sofort. Oder kann... Oh mein Gott. Warte, kann ich den... Nein. Der reagiert erst da oben, wirklich. Oh, okay, so geht's. So geht's. Ja. Ja, genau so. Nice. Und nü... muss ich da unten. Hier rum. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Flop. Sehr schön. Das war zu hoch. Das habe ich messerscharf analysiert, dass das zu hoch war. Weil ich gestorben bin. QED. Huch. Nein! Mama. Ach, komm schon. Dieser dumme Drop da drüben. Alles nur wieder Zeit unnötig. So. Ach komm schon. Lass ich wieder Zeit in dieser Stage. Das ist doch blöd. Da ist ich doch blöd. Will ich nicht. Hör auf damit. Ich will hier keine Zeit mehr. Ach, das. So. Warum tue ich das? Warum bin ich so? Ich sehe doch, dass es nicht funktioniert. Warum mache ich es denn dann? Ach, jetzt...
Es ist wie mit dem ins Messer springen bei Hollow Knight. Ich hasse es. Man sieht, dass es nicht halt. Man sieht, dass es nichts wird und man tut's trotzdem. Da oben bin ich auch noch nicht gestorben, glaube ich. Da war ich jetzt wohl mal etwas niedriger, höher als sonst. Ach, jetzt. Ach, jetzt komm. Ach, jetzt komm. Das war knapp. So. Kriegen wir den Sprung jetzt mal hin? Nein, weil ich dumm bin, weil ich da unten viel zu schnell nach rechts ziehe. Warum? Danke. Ach, wir sind schon beim Boss. Ja, dann können wir den Boss ja noch angucken. Mal schauen, ob er gleich hinhaut. Bestimmt nicht. Aber den werden wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ach ja. Man kriegt immer so angezeigt, ob man nach oben muss. Wann man nach oben muss. Oh ja, das wird lustig. Oh mein Gott, das wird lustig. Ich will nicht. können wir bitte nicht? Ach du Scheiße. Ach, die kann ich nicht abschießen. Da nützt mir jetzt halt auch nichts, dass ich den Stream gesehen habe. Der wird auch so anstrengend. Oh mein Gott. Da dreht er einfach um. Frech. Cool. Oh boy. Sehe ich das richtig, dass wenn dieser Pfeil nicht kommt? Ah, ich kann also wissen, ich kann also grob abschätzen, was für Attacken er macht. Wenn der Pfeil nicht kommt, macht er nur die Raketen. Oh mein Gott, mir sind die Raketen auch lieber. Mach bitte die Raketen. Das sind nicht die Raketen. Oh mein Mann, das sind die Raketen. Sehr schön. Nicht den Pfeil, nein, lass das. Das ist nicht nett von dir, aua. Oh Gott. Oh Himmel. Können wir bei Raketen bleiben? Das wäre super. Das ist nicht Raketen. Wie mache ich das denn? Das sind Raketen, sehr schön. Raketen? Nein, das sind keine Raketen. Gleich weg. Raketen sind gut. Schön weit Raketen. Das sind nicht Raketen. Oh Gott. Der kriegt er mich noch viel zu oft in der Phase. Das ist nicht gut. Huch. Vielleicht muss ich ihm bei der Phase mal folgen, so ein bisschen. So hier nämlich. Und dann... Nee. Ja, doch. Es hat schon... Ne... Oh mein Gott. Huh. Der ist an... was mache ich denn? Der ist anstrengend. Der trennt mich von meiner Welt, in die ich will. Das heißt, den müssen wir noch hinkriegen. Und dann mal gucken, wie das Spiel weiterläuft. Ob es irgendwann so blöd wird, dass ich sage, nope. Das hat jetzt schon wieder Sonic-Qualitäten von Boschi. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, das Spiel bleibt human. Bisher ist es ja wirklich recht human, das muss man zugeben. Hi. Das ist nicht das, was du machst. Oh mein Gott, was tue ich? Ich muss mir da was Besseres überlegen. Ich habe noch nicht so die Taktik raus für diese Attacke. Oder ich bleibe einfach dabei, dass ich da nur ausweiche und meine Raketen halt versuche zu treffen.
Weil ich kann ja auch hier drüben, von hier drüben schießen. Ich muss ja nicht. Was mache ich denn für einen Quatsch? Na eben, ich muss ja nicht dahin gehen. Wo er ist. Das ist ja Blödsinn. Ich bin ja auf der völlig falschen Idee unterwegs gewesen. Aua. Oh, trotzdem fällt da ganz schön viel aus. Ja, dann bleibe ich halt einfach weit von ihm weg, dann passiert mir hier nix. Oh ja, bleib da. Bleib da in der Ecke, da ist gut. Schade. Okay. Du willst Krieg, ja? Kann aber mal. Kannst du haben. Das war jetzt blöd, aber es hat funktioniert. Sollte ich trotzdem nicht so machen. Deswegen mache ich es auch gleich nochmal. Ah, mein Gott. Gut. Das ist auf jeden Fall, was ich wollte. Aber länger wie 40 mache ich den Part nicht, dann mache ich es halt beim nächsten Mal. Ist ja auch okay. Muss jetzt ja nicht sein. Wir haben ja schon den Boss in der Stage in dem Video geschafft. Muss ja auch nicht immer 40 Minuten eigentlich werden, der Part, ne? Man muss es ja nicht übertreiben. Unbedingt. Mama! Wow. Okay, kriegen wir in die nächste Phase? Das wäre super. Yes. Die ist nämlich eigentlich nicht so schlimm. So vom Aussehen her. Da kann man nämlich schön in der Ecke bleiben. Und wenn man Glück hat, wird man nicht getroffen. Außer er geht hier rüber. Nein. Ah, da trifft mich ein. Och, Mann. Das musste jetzt ja sein, ne? Das musste jetzt sein, dass ich ihn nicht in der, auf Anhieb in der zweiten Phase schaffe. Das musste sein. Ach, komm schon. Wir hätten es haben können. Wow. Aber wir nähern uns wieder dem Sieg, also... So viel ist es dann auch nicht mehr. Jetzt geht er darüber. Jetzt geht er darüber. Aber, okay, selbst wenn man die normal spielt, die Phase ist die nicht so schlimm. Trotzdem ist es hier in der Ecke ein bisschen angenehm. Aus Gründen. Tschüss. Nice. Der Block jetzt getötet hätte. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder in der Welt, in der ich wollte. In die ich wollte. Danke fürs Zuschauen und tschüss.